Meine Lieblingsfrage, Tobi. Was soll ich darauf antworten? Bina aggressiv. So typisch Matthias. Alles klar. Mittwoch Sondersendung. Ich habe euch ja versprochen, ich hatte ja mal was gepostet, wo ihr die Fragen stellen konntet, was ihr über den GT Speed wissen wollt. Und es waren echt witzige Fragen dabei. Ein Q&A spezial auf den Continental GT Speed. Wir fangen an mit der ersten Frage. Und zwar war die erste Frage, wie viel PS hat der Continental GT von Schlitzmark? So, der normale Continental GT hat als W12 Motor 635 PS. Der Continental GT Speed, so wie er hier steht, hat 695 PS. Das heißt, der hat 60 PS mehr als der normale W12, der normale GT. AH301207, was ist die maximale Entfernung, um mit dem Schlüssel aufzusperren? So, das machen wir jetzt. Wir lassen das Auto in der Halle stehen. Ich nehme den Schlüssel mit. Komm mit. So. Also, oh shit, jetzt ist das Ding ausgegangen. So, okay. Okay, jetzt eins, zwei. 30 testen wir das Auto, schließt ab, schließt auf. Geht auch Kofferraum? Kofferraum funktioniert auch. Jetzt geht's weiter. Bei 30 waren wir stehen geblieben. Hast du das Auto drauf? Geht nicht mehr. Doch, geht doch. Geht. Und Kofferraum? Geht auf. Bei 70 Meter, Alter. Weiter geht's. 71. Okay, 80 Meter. Ja, geht auf. Geht zu. Kofferraum auch. Also. So, jetzt gehen wir nochmal. 90 Meter. Geht auf, geht zu, Kofferraum, geht auf, bei 90 Meter, Alter. Dreh dich mal um. Das könnte jetzt ungemütlich werden für Felix. Jetzt sind wir bei 100. 100 Meter. Ja, geht auf, geht zu. Kofferraum. Krass. Bei 100 Meter, leider geht es nicht weiter. Aber ich hoffe, wir konnten dir deine Frage beantworten. Bei 100 Meter ist es kein Thema, das Auto an- und aufzuschließen und deinen Kofferraum zu öffnen. Das ist krass. So, die nächste Frage von LJ1603. Wie viele Rinder gehen dafür rauf? Ja, wofür? Ich gehe mal davon aus, für die Innenausstattung. Insgesamt gehen in so einem Bentley Continental circa 9 Rinderfelle drauf. 9. Circa. Und das sind alles nur nordeuropäische Rinder, damit die kaum Mückenstiche haben, dass die Lederoberfläche, die Hautoberfläche sozusagen total unbeschädigt ist. So, nächste Frage. Von Tobi2402. Wie viele Dacia Duster? Meine Lieblingsfrage, Tobi. Und das muss ich jetzt mal ausrechnen. Das Auto hat ja circa einen Listenpreis, so wie er hier steht, von 386.000 Euro. Und es ist ja alles teurer geworden. Auch die Dacia Duster sind teurer geworden. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass ein Dacia Duster Neuwagen im Normalsegment um die 15.000 Euro liegt. Dann haben wir 25 Dacia Duster hier stehen. 25 Stück. Eine coole Frage. Aber immer nur circa. Ja? Circa. So, jetzt geht's weiter. Nächste Frage. Von M.SCN57, ist er familientauglich? Eine richtig geile Frage. Und ich sage, wenn du zwei Kinder hast, auf jeden Fall. Du kannst hinten locker sitzen. Der hat sogar Isofix-Anschlüsse hinten drin. Das ist richtig geil. Und du hast hinten zwei vollwertige Sitze. Und das Coole, was ich finde, ist, auch wenn sich ein Erwachsener hinten reinsetzt, jetzt in dem Fall ich setze mich rein.
Und dann kann ich hier einstellen. So. Das war's. So, jetzt kann ich hier also einstellen und ich kann hier locker easy fahren. Es ist überhaupt kein Thema und auch ein Kind kann hier drin sitzen, überhaupt kein Problem. Und mein Glasdach dient auch noch dazu, dass ich hier echt mich wohlfühle. Es ist alles gut, überhaupt kein Stress. Also kann ich, ob er familientauglich ist, ja. Natürlich, wenn du ein neugeborenes Kind hast und diese fette Kinderwagenanlage und so weiter brauchst und noch weitere Gepäck, wird es hinten eng. Es bleibt immer noch ein Mix zwischen Gran Turismo und Sportwagen, aber trotzdem kann man hier die vier Sitze als vollwertig bezeichnen. Also familientauglich, wenn du zwei Kinder hast, nur zwei Kinder hast und die Kinder im mittleren Alter sind, überhaupt kein Thema. Kannst du alles mit dem Fahrzeug machen. Weiter geht's. Dani.K7000. Wie viel Kilo wiegt der? Dieses Auto hat ein Leergewicht von ca. 2,3 Tonnen. Machen wir mal nochmal bildlich. Das ist ungefähr eine afrikanische Elefantkuh. Als Information, eine afrikanische Elefantenkuh hat ca. 3 Tonnen. Das heißt, ja, mit ein bisschen Gepäck, mit vier Personen drin, kommst du sehr, sehr nah an eine Elefantenkuh in Afrika ran. So, weiter geht's. Weiter, Raphael.RH. Wird das Auto oft auf der Straße fotografiert? Ja, jetzt kommen wir zum Punkt Bentley. Bentley ist natürlich ein, ich sag's mal ganz vorsichtig, ein Understatement-Auto in seinem Segment. Natürlich wirst du mit einem knallroten Ferrari öfter fotografiert. Du wirst auch mit einem knallgelben Lamborghini öfter fotografiert. Mit dem Bentley wirst du auch fotografiert, definitiv. Aber nicht so oft wie die anderen Marken. Und vor allem kommt es bei dem Bentley auch auf die Farbe an. Das ist einfach so. Dieser Bentley hat eine Fanbase von jung bis alt. Der Bentley ist unbeschreiblich. Entweder die Leute lieben es oder die Leute nennen es als Opa-Auto oder die Leute nennen es als hässlich, als klobig. Es gibt nichts in der Mitte. Aber die Leute, die sich das Auto kaufen, die lieben es, die schwören auf Bentley. Und um deine Frage nochmal exakt zu beantworten, natürlich wird der Bentley auch oft fotografiert, aber nicht so oft wie Ferrari, Lamborghini oder auch eventuell McLaren. Da würde ich ihn auf der Tabelle, wenn ich fünf Autos nennen würde, würde ich sogar Aston Martin bevorzugen, dass der Aston Martin öfter fotografiert wird als der Bentley. Die geilste Frage kommt noch von meinem Kollegen Herr Malmedy, die kommt aber zum Schluss, okay? Also bleibt dran, weil seine Frage ist wieder so typisch Matthias. Dominik-Luxury hat gefragt, wir haben ein Continental GT, lohnt sich der Speed wirklich oder reicht der Continental GT auch? Eine richtig, richtig, richtig geile Frage. Was soll ich darauf antworten? Also, 60 PS mehr. Dann hast du natürlich ein paar Features, die der Speed nur hat. Ganz kleine Nuancen nur. Ist eine heftige Frage. Es kommt immer drauf an, was du vorhast. Bist du eher der Cruiser? Reicht dir der normale GT? So rein, natürlich kannst du die Frontschürze nicht wie den Speed machen, ist klar. Aber mir reichen auch die 635 PS. Reicht der normale GT vollkommen aus? Hier ist es nur noch, ein on top zu setzen, um das Beste der Besten und den schnellsten Continental zu fahren. Wenn dir das wichtig ist, musst du den Speed nehmen. Wenn dir das nicht wichtig ist, kannst du auch bei den ganz normalen Continental GT bleiben. W12 reicht vollkommen aus, definitiv. Tarek_3003. Fühlt es sich mit über 2,2 Tonnen Gewicht wirklich noch sportlich an? Ja, definitiv. Wenn du im Sportmodus reingehst, das Auto geht brachial nach vorne. Das Auto hört sich richtig geil an. Du hast Sportwagen-Feeling pur. Natürlich nicht wie ein Ferrari-Pista. Natürlich nicht wie ein Huracan STO. Aber für seine Verhältnisse im GT-Bereich einer der sportlichsten Autos, die ich jemals gefahren bin, definitiv. Oh. Joe_F187. Welche Vor- und Nachteile hat der GT Speed? Sehr gute Frage. Die Vorteile habe ich ja eigentlich aufgezählt. Das Auto kann alles. Das Auto kann einfach alles. Allrad, vier vollwertige Sitze, genug Kofferraum, Sportlichkeit. Ich kann das Auto auch elegant fahren, alles. Nachteil,
für mich ein Riesennachteil. Ich empfinde das Auto 50.000 bis 60.000 Euro zu teuer. Definitiv. Und das hat auch nichts mit einer Preisverhandlung zu tun, die ihr vom Grip kennt. Nein, ich finde einfach, so ein Bentley Continental, sein Vorgänger zum Beispiel, hast du ein Bentley Continental GT Speed als Coupé für maximal 250.000 Euro bekommen. Das ist noch moderat, wenn man das überhaupt sagen darf, bei allem Respekt. Aber es ist noch moderat. Aber jetzt inzwischen liegen die Autos zwischen 330.000 bis 400.000 Euro im Coupé-Bereich. Du kannst sogar noch höher gehen. Das ist für mich gefühlt ein Tickel zu teuer. Nachteil ist Preis bei Bentley, definitiv. Und zwar hat er gefragt, wie sieht es aus, wenn du den Sitz ganz nach vorne und ganz nach oben stellst, Smiley. Matthias, ich hasse dich dafür, aber wie versprochen, ich beantworte alle Fragen. Ich starte die Kiste, weil ich will ja hier keinen Akku weghauen. So, ich gehe erstmal ganz hoch. Matthias, ey, so eine Frage kann nur von dir kommen. Aber höher geht's nicht mehr. Ey, wie hoch geht das denn? Guck dir das mal an. Das gibt's ja gar nicht. Und jetzt geh ich ganz nach vorne. Alter, ey, das geht gar nicht mehr. So, das geht nicht. Also meine Knie sind so. Und so könnte ich jetzt fahren, aber... Ich weiß ja, worauf Matthias hinaus will. Matthias möchte, dass ich wie so ein Fahranfänger fahre. Stellt euch mal vor, ihr seht mich irgendwann mal so in einem Bentley. Das wäre nicht so gut. Wir haben ja unsere liebe Michelle da. Und Michelle fährt immer sehr gerne Autos. Für Michelle ist es sehr wichtig, dass sie Automatik fährt, kein Schalter. Okay? Und Michelle hat eine ganz, ganz spezielle Sitzeinstellung. Michelle, komm bitte. Bitte zeig uns das einfach. So, und jetzt stell das bitte mal so ein, wie du das Auto fahren würdest. So würde Michelle das... Michelle, anschnallen. Michelle, du musst dich auch noch anschnallen. Ich weiß gar nicht, ob so viel Gurt jetzt da ist. Guck mal. So würde jetzt Michelle das Auto fahren. Ja, aber bisher ist nichts passiert. Bisher ist alles gut gegangen, oder? Ja. Hast du mal einen Unfall gebaut? Ja. Ja, aber das ist... Aber 17 Jahre. Das, ja. 17 Jahre, das ist doch gut. Wie lange hast du deinen Führerschein? Seitdem ich 17 bin. Seitdem du 17 bist. Und 17 Jahre her. Jetzt könnt ihr mal zusammenrechnen, wie alt Michelle ist. Ja. So, und Michelle, vielen Dank. Matthias, jetzt hast du zwei Versionen gehabt. Einmal die Fake-Version, wie ich das machen würde. Und einmal kann man sehen, echt, dass dieses Auto in Sachen Sitzeinstellung tatsächlich alles kann. Egal, wie groß du bist. Ich hoffe, dieser Beitrag hat euch gefallen. Wir probieren ja immer wieder mal was aus. Mittwochs, schreibt mir mal in die Kommentare, wollt ihr mehr Q&A haben, ja oder nein, zu den Fahrzeugen. Und falls ihr euch den Beitrag noch nicht angeschaut habt, hier ist ein Link, geht drauf, schaut euch den Beitrag an. Es ist echt extremst interessant, was der Continental GT Speed alles kann. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns Sonntag wieder. Ciao!